Mit der Version 24 haben wir für alle, die die 200 Pläne haben, auch diese Pläne entsprechend überarbeitet. Zum einen haben wir dabei natürlich die reinen Planungsdateien angepasst, zum zweiten aber auch, was besonders spannend ist für alle diejenigen von Ihnen, die neben den 200 Plänen zusätzlich mit dem CAS arbeiten, auch die CAS-Instanzen der 200 Pläne Massiv oder Holz. Bitte Achtung, nochmal der Hinweis, diese sind nicht auf der normalen Installation drauf. Das heißt also, wenn Sie sagen, Mensch, Sie wollen von diesen Anpassungen und von dem Aufwand, was gemacht worden ist, sage ich Ihnen gleich, den wir dort reingesteckt haben, profitieren, bedeutet es einmal eine Mail an den Service, dann stellen die Ihnen das entsprechend als Download zur Verfügung. Allererster Punkt, ich gehe mal hier in den 200 Plänen massiv beispielhaft in einen der Entwürfe rein. Wir haben natürlich das angepasst, Anführungszeichen, was sich mit dem Thema Planungsdatenbänke, Massiv und Holz in den letzten Jahren geändert hat. Das heißt also, von der Wandklassifizierung über die Raumklassifizierung haben wir die Einträge genauso geändert und angepasst, wie entsprechend mit den Raumtexturen und den entsprechenden Farbeinstellungen. Das, was Sie sofort sehen, ist, dass die mit der Version 24 neu enthaltene Variante, dass eben die Kataloge mit, ne, den Farbcodes ganz einfach geändert werden können, dass diese natürlich hier bei den 200 Plänen von uns auch berücksichtigt worden sind. Bitte Achtung, Sie sehen auch, dass die neue Treppenherstellung logischerweise Einfluss gefunden hat. Das heißt also für alle, die es ganz einfach machen wollen, ja, Sie könnten diese Bilder einfach so verwenden. Gleichzeitig erlaube ich mir nochmal den Hinweis, wir haben mit der Version 23 eine ganze Menge und ich bin hier momentan noch in der Lage, Ihnen einfach mal das auf der Version 23 Landingpage noch zu zeigen. Dort gibt es eine ganze Menge gleichzeitig in mehreren Plänen-Videoserien, die eben unter anderem sagen, Räume aktualisieren, Darstellung aktualisieren, Visualisierung aktualisieren und so weiter und so fort. Und das ist jetzt mit den 200 Plänen und den neuen Möglichkeiten der Version 24, naja, mindestens nochmal genauso interessant. Bedeutet also nochmal eins, Sie können jetzt diese 200 Pläne nehmen, können zum Beispiel die neuen Farben, die es für die Raumeinstellungen gibt, einfach mal in der Planungsdatenbank setzen. Vielleicht auch nochmal, ich gehe mal in die Innenpanoramen, die natürlich genauso wie die Außenpanoramen auch neu gemacht wurden, rein. Vielleicht auch die Raumtexturen nochmal ändern, weil Sie sagen, Sie wollen halt, was weiß ich denn, ne, eben hier vielleicht lieber ein dunkles Parkett, ne, anstatt so einem hellen oder, ne, nicht glänzend oder. Diese Sachen können Sie natürlich ganz einfach entsprechend anpassen und damit, Anführungszeichen, dann, wenn einmal die Planungsdatenbank angepasst ist, diese natürlich entsprechend auch nochmal komplett aktualisieren lassen. Was Sie schon sehen, wenn ich jetzt auch in die Pläne reingehe, ist, wir haben natürlich die Einrichtung neu gemacht, wir haben die Texturen neu gemacht, wir haben die Wände neu gemacht, wir haben entsprechend alles eben aufgefrischt und angepasst und damit für Sie genauso bei den Außen- wie auch bei den Innenpanoramen eben ein neues Look and Feel geschaffen haben, die Außenpanoramen logischerweise eben auch komplett eben in Panorama-Hintergründe reingesetzt, etc., etc. Und nochmal, in der Kombination mit den Batch-Funktionalitäten könnten Sie eben auch diese jetzt nochmal mit zum Beispiel eben einer Veränderung jetzt des Symbolkataloges an Ihr CICD, mit den Möglichkeiten der Farbeinstellungen für Wände und Dächer, die neu sind, mit ganz, ganz, ganz wenigen Klicks anpassen und über die Batch-Funktion nochmal neu durchlaufen lassen. Es ist noch etwas, was wir gemacht haben, einfach, weil wir wollen, dass Sie das Ganze intensiver noch nutzen und noch stärker davon profitieren als bisher. Ich habe zum Beispiel mit dem EFH 101 das eine oder andere Video jetzt hier für die Version 24 neu gemacht. Und wenn Sie schauen, ich bin jetzt hier mal auf der Außendarstellung von dem Haus, sehen Sie, da ist hier so ein Bild dran mit VI BIM Solutions. Ich gehe auch dort nochmal ins Haus rein und dann sehen Sie, wir haben eben natürlich nicht in jedem Haus, natürlich auch nicht in jedem Wohnzimmer, aber wir haben ganz viel von diesen Varianten eben eingebaut, die wir auch mit den letzten Versionen neu gemacht haben, dass Sie eben einen Katalog haben,
mit dem Sie in der Lage sind, an Symbolen Ihre eigenen Bilder, Fahnen, Standarten, Eingangsschilder und Sonstiges zu machen. Und wenn ich jetzt hier einfach über den Manager bloß mal die Suche sage, Firmenlogo, ja, dann sind wir in der FAQ und ich darf an diese Videoserie, die ich natürlich jetzt auch nicht nochmal neu dafür aufnehmen muss, die ist aus der Version 22, wo eben erklärt wird, was ist das, was Sie tun müssen, damit diese ganzen Objekte statt den VI BIM Solutions Logos, ne, hier sehen Sie jetzt noch bildlich das alte VI 2000 Logo, ne, Sie sehen spätestens hier daran, dass wir das Ganze, auch wenn ich das aufs Außenpanorama schalte, wirklich eben alles aktualisiert haben, weil auch unsere neuen Logos, ne, sind eben mit dem VI BIM Solution Logos hier drin. Und das, was Sie jetzt einfach machen könnten, wäre eben neben diesem Thema, was ich gerade gesagt habe, die Symboldarstellung, die Raumfarben, die Wandfarben, ne, die Treppendarstellung haben Sie so und so automatisch schon on the top mit. Jetzt können Sie eben noch eins machen, einmal diese kurze Videoserie vorher angucken, die Firmenlogos entsprechend einstellen, dann die 200 Pläne mit den Batch-Funktionen einmal durchlaufen lassen und dann hätten Sie sogar nicht nur die ganzen Optiken auf Ihr CICD angepasst, die Sie würden von den neuen Küchen, die eingebaut sind, von den ganzen neuen Möbeln, von den neuen Texturen entsprechend profitieren. Natürlich könnten Sie auch die Texturen dabei noch anpassen, sondern Sie hätten eben in den Panoramen, in den Hausbegehungen, wenn Sie möchten, eben auch direkt Ihre Firmenlogos entsprechend mit drin. Und das mit einem minimalen Aufwand. Wie gesagt, es ist alles videounterlegt. Ich kann Sie nur herzlich einladen, nutzen Sie das Ganze. Wie gesagt, die 200 Pläne, jeder von Ihnen, der sie hat, einfach entsprechend per E-Mail nochmal den aktuellen Stand anfordern und dann vielleicht wirklich nochmal diese Videos zur Stapeldatenverarbeitung in Gänsefüßchen beziehungsweise eben für die Batch-Funktionalitäten angucken. Ihre Logos entsprechend einstellen, Ihre Symbolfarben einstellen, vielleicht auch die Raum- und die Wandfarben nochmal anpassen und dann das Zeug einmal über die Batch-Funktion aktualisieren lassen. Und ob Sie das dann nach VI Mobile hochpushen und bei sich auf die Homepage als Katalog machen, ob Sie die Panoramen, die da sind, bei sich Anführungszeichen nur entsprechend Ihrem Vertrieb zur Verfügung stellen oder ob Sie das Ganze als App nutzen, das bleibt Ihnen überlassen. Und sei es, dass Sie sagen, Sie haben eben auf den Präsentationen, die Sie vielleicht im Tischflyer haben oder in einem Roll-up irgendwo, eben Ihre Logos in den Visualisierungen mit drin. Und das, wie gesagt, optimalerweise innen und außen. Und der Arbeitsaufwand, das jetzt bei 200 Plänen quer wirklich durchgemixt hinzukriegen, war noch niemals so einfach. Und wie gesagt, vielleicht ist es dem einen oder anderen von Ihnen die bisschen Zeit wert, sich die Videos mal anzugucken und das einfach wirklich über diese Batch-Funktionen einmal laufen zu lassen. Dann können Sie noch mehr als bisher von den 200 Plänen profitieren und damit natürlich auch von der Überarbeitung und der ganzen Zeit, den unsere Kollegen und Kolleginnen dort reingesteckt haben.